Moin Leute, ich vertrete heute mal ganz kurz ein LPN. Der hat nämlich keine Zeit, um das Video hier zu machen. Und zwar geht es darum, dass die letzten Tage die Webseite von LPN down war und das Forum ebenfalls. Mittlerweile sind sie wieder oben. Der Host hat nämlich das Webinterface gewechselt, wodurch halt die Daten von der Webseite verloren gegangen sind. Daher, wer sich hier angemeldet hat, muss das nochmal tun. Im Forum konnte ich die Datenbank retten. Ja, das Forum hat jetzt halt hier oben ein anderes Panel drinne. Und ihr könnt jetzt auch selbst hier ein paar Styles euch aussuchen. Zum Beispiel Kreativ 3D oder Battlefield 3 Design, was ich die ganze Zeit eigentlich verwende. Dann auch den Minecraft-Style. Und Simply Black ist halt der Standard-Style. Den seht ihr auch, wenn er das erste Mal auf die Webseite joint. Ja, das war im Grunde schon alles. Ich sage jetzt noch kurz was zum Minecraft-Server. Und zwar ist es so, dass der Minecraft-Server nun mit einer Whitelist arbeitet, die über dieses Forum läuft. Heißt, im Forum Minecraft Server bewerben müsst ihr halt ein Thema erstellen und euch bewerben. Entschuldigung. Hier seht ihr ein bisschen was Neues. Hier steht halt, wie ihr euch beschreiben könnt. Beim grünen Blatt, das seht ihr. Hier hin dran hinter dem Männchen ist dann so ein grünes Blatt. Dann seid ihr freigeschaltet. Solange wieder ein rotes ist, seid ihr nicht freigeschaltet. Jo. Jetzt zeige ich euch ganz kurz noch die Registration. So. Da geht er auch hier oben aufs Panel, das ist auch runterfahren und dann hier auf Registrieren. Bla bla bla, das ist okay. Das akzeptiert ihr. Wichtig, wenn ihr Minecraft spielen wollt auf dem Server, muss euer Benutzername eurem Minecraft-Namen entsprechen. Hier unten wird gleich noch ein weiteres Feld sein, nochmal für den Minecraft-Namen. Ihr müsst beide angeben, sonst könnt ihr nicht freigeschaltet werden. Ja, hier gibt es halt noch ein kleines Erfolgssystem. Halt Guthaben. Also ich bin ja nicht eingeloggt, stimmt. Mitglieder, seht ihr halt noch ein paar Mitglieder. Da oben kommt gleich noch Teammitglieder hinzu. Hier seht ihr halt das Team. Der Lukas hat sich selbst gerade noch nicht angemeldet. Im Portal halt ein paar Nachrichten, halt Befehle für Benutzer. Alles, was so wichtig ist, werde ich halt hier jetzt so gepostet, dass es hier drin steht. Hier oben könnt ihr eure Freundschaften alles sehen. Bei News stehen nochmal die Nachrichten und auf der Startseite stehen ebenfalls nochmal die Nachrichten. So. Hier halt die Suche, alles. Eine Galerie gibt es mittlerweile auch, damit ihr Fotos hochladen könnt. Und ja, ich würde sagen, das war's im Grunde schon. Ich sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß.